Guten Morgen. Vergleich zum Gamer und allem anderen, wo wir bis jetzt hier wieder in der Vergangenheit waren, ist schon ein krasser Unterschied, wa? Definitiv, ist krass. Was? Nein, was ist das? Oh mein Gott, ist das geil. Schaut euch das mal an. Es gibt einfach ein Lego-Märchenbuch. Kannst du dir da nachspielen, wenn sie dir einer vorliest? Ja, klar. Das sind, ich kenne die ganzen Figuren hier, außer... Okay, Rotkäppchen. Nein. Auch aus welchem Set? Also tatsächlich, die ist von Castle mit dabei gewesen. Die Minotaurus ist von den Minifigures, das ist der Joker-Kopf, irgendwie anders zusammengesetzt. Auch alles Minifigures, bis auf der, ich glaube, das ist mal ein Dumbledore gewesen und ein Gandalf-Bar. Oh Gott, es gibt Game of Thrones Action-Figuren. Boah, Junge, oh, daraus dann immer trinken, das ist ja schon geil. Geil. Boah, was ist denn das hier? Die Eierangel bei dir. Ey, Zucker, wir sind jetzt in der Queen Street, der bekanntesten Straße von Brisbane. Das ist eine riesige Einkaufsstraße. Einfach so ein kleiner See direkt neben dem Fluss, wo man reingehen kann. So ein Pool, einfach for free. Geil. Ah, Seth. Mir hinten hinsetzen. Oder möchtest du rein? Wir sind jetzt gerade einfach aufs Boot gestiegen, da stand es kostenlos. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ich wollte eigentlich einen Strafzettel. Nee, kein Strafzettel, wa? Wir haben ja noch gar keinen Strafzettel gekriegt, hoffentlich. Vinny wollte unser Parkticket bezahlen, hat aber leider in der App das falsche Kennzeichen angegeben. Wir laufen jetzt voller Elan zu unserem Auto und hoffen, dass wir den dritten Strafzettel nicht bekommen haben. Was lief falsch? Irgendwas lief falsch, wie? So. Wir nähern uns jetzt unserem Auto. Wir können zwar noch nicht erkennen, ob ein Strafzettel da hängt, aber... Nein, es hängt einer. Wollt ihr mich fahren? Ich schwöre, ich schwöre. Komm, ich schwöre. Jetzt rennen wir mal schnell zum Auto und gucken auf die Summe. Jawohl. Der dritte Strafzettel. Hier. $91. Vor 10 Minuten. Ja, die $91 haben wir jetzt leider bekommen. Ja, yeah, I can took a screenshot, ja. Yep. Vinny ruft jetzt gerade den Typen an, der uns den Strafzettel gegeben hat, in der Hoffnung, dass der vielleicht nachsichtig ist und uns den erlässt, was schön wäre. Hey, guck mal hier. Okay.
Schon wieder passiert. Vinny hat das jetzt tatsächlich hinbekommen, dass uns der Shit erlassen wird. Sollt die Zuschauer nicht anlügen. Das freut uns, oder? Das freut uns sehr. Und Vinny ist auch nicht der Erste, dem das passiert. Deswegen gibt es auf der Website extra dafür nochmal so ein Fältchen, war das, ne? So ein Fältchen, wo man ändern kann die Buchstaben vom Kennzeichen, ne? Wir verlassen jetzt Brisbane und fahren nach Byron Bay. Allerbesten Parkplatz gemacht. Ja, dran geht nicht. Die Aussicht von hier oben ist einfach der absolute Wahnsinn. Hier ist direkt daneben der östlichste Punkt Australiens und zu dem laufen wir jetzt hin. Es ist jetzt schon Abend und wir sind jetzt noch ein bisschen in die Stadt reingefahren, nach Byron Bay hinein, und hier ist richtig schön viel los. Sogar mehr als in Sydney am Abend. What you feel or what you know, every song keeps playing for me. Just listen to me. For me the tree hugger, sweet potato meal. Das war ein richtig, richtig geiler Burger. Für uns geht's jetzt wieder zurück Richtung Zeltplatz und ich würde sagen, wir sehen uns wieder am Donnerstag. Haut rein, ciao!